Und es geht weiter hier bei dem fröhlichen Gopse mit Half-Life und Grumpy Curse. Willkommen. Oh. Oh. No. No. Eins, zwei. Aber mein drittes gibt's nicht. Komm mal hier rein, Hüppe. Yo. Weiter. Ist das jetzt so, wie es sein soll? Irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, scheint so. Vielleicht aber auch nicht. Okay, fuck you, ey. Da habt ihr gepennt. Hätte der Räusche was sagen können. Schweine. Ja. 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 Mal, wenn sonst nichts ist. Momentan läuft's schleppend. Was geht hier hinten ab? Vielleicht irgendwas zum Looten? Nein. Machen wir's Loch auf. Dock. Genau. Innen! Endlich haben Sie uns gefunden! Da ist er ja endlich. Wir dachten schon, das würde nicht klappen. Das hier ist das Versorgungsdepot für unser erstes Forschungsteam. Auf der Grenzwelt wurden damals etliche hübsche Proben eingesammelt und hierher zurückgebracht. Oh. Das heißt, bis die Mitglieder des Forschungsteams selbst eingesammelt wurden. Wir vermuten, dass es da drüben ein riesiges Portal gibt, das durch die intensive Konzentration eines einzelnen mächtigen Wesens entstand. Sie werden es sofort erkennen, wenn Sie es sehen. Oh. Das ist Ingang, Freeman. Aber Sie müssen es unbedingt vernichten. Ja, sollte man wohl lieber umnehmen. Natürlich sind Sie uns nichts schuldig, Mr. Freeman. Aber Sie haben es doch schon so weit geschafft. Sie wissen genauso viel über diese Kreaturen wie wir oder so. Wichtig ist doch nur, dass es nicht mehr viel geben wird, was wir Heimat nennen also, können. Ja. Mein Kollege erwartet Sie an der Hauptsteuerung des Portals. Er wird die Tore für Sie öffnen, Mr. Freeman. Bitte beeilen Sie sich. Und dann die Ausrüstung. Ich werde Deckung geben, während das Portal warm läuft. Ja, mach du nur. Auf jeden Fall. Ist das jetzt hier gerade wieder eine ganz andere Sache. Erstmal alles nachladen hier. Von mir gleich in Schwulitäten kommen. Ah, ja gut, die Dinger sind aufgeladen hier automatisch. Gut. Schauen wir mal, was geht denn ab jetzt? Schauen wir mal, was geht denn ab jetzt? Minute. Zugriff verweigert. Das hier, Mr. Freeman, ist ein Modul für weite Sprünge. Es wurde exklusiv für die Benutzung in der Welt da drüben entwickelt. Ich kann nur hoffen, dass Sie für lange Sprünge ausgebildet wurden. Denn wenn Sie erstmal in Xen sind, dann werden Sie dieses Training bitter nötig haben. Okay. Dass Sie diese Verteidigungskraft auf jeden Fall üben, bevor Sie hinüberkommen. Okay. Alles voll machen, was geht. Alles. Ja. Springen. Hallo Freeman, ich bin hier oben.
Trainieren Sie weite Sprünge, wenn das Ihrer Meinung nach unbedingt nötig ist, aber beeilen Sie sich bitte. Super Anzug hier. Super. Was geht denn jetzt hier ab? Alles klar. Ich kann das Portal jetzt öffnen. Der Vorgang ist kompliziert und sobald der Prozess begonnen hat, darf ich auf keinen Fall mehr gestört werden. Andernfalls muss ich nochmals ganz von vorne anfangen. Betreten Sie den Strahl erst, wenn ich Ihnen das Zeichen dazu gebe. Verstanden? Okay. Ja, ja. Ich fange jetzt an. Ach ja. Ich glaube, das ist hier gerade nicht richtig. Ach so, mal hier. Mal hier ohne? Ich glaube, okay. Keinen Überblick gehabt. Aber jetzt, jetzt wissen wir, ach, dass hier die gleiche Schieddeppe kommen, gell? Okay? Die Luftballondeppe da, die Ballonarschlöcher da. Ja, ja. Ach, seine Map. Ist erst 4 Uhr mittags. War dazu sagen. Ich weiß nicht. Irgendwas ist hier nicht richtig. Okay. Hier unten sind wir definitiv auch falsch. So, tot. Nochmal neu laden. Wieder hier runter. Der Revolver war gut für die. Hat denen gut getan. Hat den Kopf massiert. Ne? Ist bestimmt hier irgendwie. Ich weiß es nicht. Speichern hier, wenn es gleich losgeht. Wie denn? Was denn? Warum? Vielleicht muss man doch hier so... Hubala. Ah, ich glaube nicht. Schön in der Arsch. Sie sind so Blitzaffe. Ah, das war auch nix. Sch-
Scheißdreck. Wir flüchten einfach erstmal. Vor allem. Vielleicht bringt es ja was, ich weiß nicht. Aber so kommen wir ja nicht weiter. Deswegen. Okay. Wichser. Ah, von hier können wir hier so einen Sprung machen, so einen schweren. Jetzt! Fuck! Mit Sicherheit war das richtig. Sehe ich aber auch erst hier die Ramp. Das hab ich eben gar nicht so wahrgenommen. Ernsthaft? Bo. Ich spring jetzt einfach, mir scheißegal. Okay. War für'n Arsch. Ernsthaft, das gibt's doch überhaupt nicht, verdammt. Schon wieder eine Viertelstunde hier in so einem Scheiß gesessen, nein, das gibt's nicht. Man muss ja alles mal ausprobieren. Auf einmal kommt es ja jetzt hier eh nicht drauf an. Warum? Junge. Rieche als Feuer. Okay. Mit 17, wir waren echt gut drauf. Wir waren gut dran.
Gut, und mit Xen beenden wir heute diese Folge. Ich nenne diese Folge das große Hüpfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.